Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing hier auf meinem Kanal. Soeben von der Nachbarin abgeholt. Gestern Abend nach Raid the Planet war es dann doch etwas zu spät. Ich war, glaube ich, um 0 Uhr wieder zu Hause oder so. Wie dem auch sei, so, 11. bis 12. Juli, Prime Day. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Meiner Katze ist auch warm. Wir haben hier aktuell, habe ich hier auf meinem Balkon 27 Grad, 25,7 hier drin. Ja, da fragt man sich, wofür habe ich heute Morgen geduscht? Genau. Wer mich kennt, weiß, ich habe hier einen Kopfhörer, das ist ein Sony. Der läuft über Bluetooth. Bei Bluetooth ist es aber ja so, die Klangqualität, die darüber kommt, vor allem auch gerade so, was so Surround-Effekte angeht, ist nicht immer so das Gelbe vom Ei kennbar. So, zwar kann ich den Sony per Kabel anschließen, aber naja, ne, einmal irgendwo hängen geblieben, dieses dusselige Kabel ist draußen, geht mir tierisch auf den Sack. Es ist auch mittlerweile unheimlich schwer, Kopfhörer zu bekommen, wo die Kabel wirklich noch fest dran sind. Ich habe dann mal geguckt, was gibt es Günstiges. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute kann ich sagen, gut, ich war es ja nicht. Ich war vor ganz, ganz vielen Jahren, wie alt war ich denn da, 17? Kann wohl so hinkommen. Waren wir in Bremen in einem Musikgeschäft und ich weiß gar nicht, warum diese Steckdose da ständig das WLAN verliert. Wartet mal, Alexa. Na, die hat also die Verbindung, alles gut. Die Anzahl der Elektronen von Natrium ist 11 Elektronen. Ist deine Frage damit beantwortet? Das habe ich nicht gefragt. Kein Problem. Gut. ne, den dort habe ich aus. Der alte war kaputt. Der ließ sich definitiv nicht mehr anmelden. Kein Bluetooth, kein WLAN mehr. Ansonsten, ja. Ist entsorgt. Trade-in hätte ich machen können, aber über ein UPS-Center und hier ist nirgendwo UPS mehr zu bekommen in dieser Ecke direkt. Ich habe mich dumm und dusselig gesucht. Das, was UPS hier an Standorten angibt in meiner direkten Umgebung, da ist überall nichts mehr. Aber es ist offensichtlich zu schwierig, die Webseite mal zu aktualisieren. Wie dem auch sei. Und da hat er einen günstigen, das war so ein Yamaha-Kopfhörer, so ein ganz kleines Ding, nicht mal ein Over-Ear oder sowas, so ein Handtaschenkopfhörer, sage ich jetzt mal, geklaut. Der klang richtig gut. Wobei, Klang ist ja immer so was Eigenständiges. In meiner Musikgeschichte, was ich mache, habe ich einige Geräte, viele will ich jetzt nicht mehr, von Behringer drin. Das ist ein Das Noise Gate ist von Behringer, der Kompressor ist von Behringer. Ich glaube, das war es erstmal. Und deswegen habe ich mich hier mal für einen Behringer Kopfhörer entschieden. Das Ding kostet gerade mal 15 Euro. Aber jetzt muss man natürlich eins sagen, klar, Bluetooth-Kopfhörer werden in der Regel immer teurer sein. Vor allen Dingen, wenn sie dann noch einen eigenen aktiven Verstärker drin haben und so weiter. Das geht natürlich dann alles auf die Kosten hoch und so weiter. Bedeutet nicht, dass ein 15-Euro-Kopfhörer jetzt schlecht klingen muss. So, holen wir das Ding mal raus aus der Verpackung. Erstmal Papiermüll. Achso, guck mal. Dann holen wir ihn raus. Ne? Genau. So, der HPX 2000 High Definition DJ Headphones. Wie gesagt, von Behringer, wir sind damals auf der Messe in Frankfurt gewesen, Bassboxen fürs Auto, also schon ein Hammer, was die Ingenieure da machen. Wie dieser klingt, wie gesagt, Klang kann ich euch nicht so sagen, ich möchte euch nicht sagen, boah, der klingt jetzt richtig geil oder richtig scheiße oder wie auch immer, wie andere YouTuber, die den hatten, das ja schon gemacht haben. Es ist immer ein persönlicher Geschmack, wie der klingt. Manche mögen es neutral, manche nicht. Studio-Kopfhörer, ja gut, das ist jetzt DJ-Headphones, aber Studio-Kopfhörer in der Regel möchten den gesamten Frequenzbereich haben, weil du willst beim Abmischen natürlich hören, was da los ist. Eventuell will man das auch bei einem DJ-Kopfhörer. Ich bin mir da nicht so sicher, auf jeden Fall wird er faltbar sein. Ja, natürlich alles in Japan produziert, made in China und so weiter, ist jetzt klar. Aber das zeigt auch, guck mal, Behringer, eine deutsche Firma, deutsche Ingenieure. Ja, produzieren in China. Na, warum denn? Und das, was im Moment in der Politik abgeht, damit wird es nicht besser. Da werden immer mehr rübergehen
nach Chinetzkien, sage ich jetzt mal, um das mal mit Paul Panzer zu sagen. Gut, Packung, unspektakulär. 0,31 Kilo, also relativ leicht. Das ist auch ein Over-Ear, da müssen wir mal gucken, wie lange das alles so hält. Wir haben hier entsprechend 6,3 mm Stereo-Klinke und eben die 3,5 mm Stereo-Klinke. Das Kabel selbst ist nicht gesleeved. Es ist allerdings, das sagt auch nicht, aber nicht unbedingt was von der Qualität aus, Bühnenkabel sind in der Regel nie gesleeved. Und ich habe hier ein Mikrofonkabel, da kannst du mit dem Panzer rüberfahren, da passiert nichts. Deswegen, dass dies nicht gesleeved ist, sagt hier nichts über die Qualität aus. Es fühlt sich weich an. Es ist relativ dick sogar. Ich könnte mir vor, auch hier dieser Knickschutz, sehr weich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Weile hält. So. Ja, wie gesagt, Klangtest, da werde ich euch nichts zu sagen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist natürlich Kunststoff, hier ist klar, was willst du für 15 Euro verlangen? Trotzdem muss man sagen, sieht er irgendwie wertig aus. Linke Seite, rechte Seite, okay. Das kann man ein bisschen verstellen noch hier, so wie es sein soll. Link lasse ich euch in der Videobeschreibung da, könnt ihr draufklicken. Also sehr leicht. Es ist jetzt auch so, muss ich sagen, meine Lauscher passen da nicht komplett rein. Aber es ist jetzt nicht so wie bei meinem Sony, dass die Lauschlappen da komplett drin verschwinden. Sollte natürlich auch so das Schwitzen so ein bisschen, gerade bei diesem Wetter, verhindern. Wie lange das Zeug hier so hält, naja, wir kennen das hier, diesen, ich weiß nicht, wie sich das nennt. Das ist irgendwie so ein, na, wird mit der Zeit, wird das abblättern und keine Ahnung, warum man da nicht wie früher. Ich habe hier noch einen AKG-Kopfhörer, das ist zwar nicht mehr sonderlich schön, da ist Leder drauf noch, das ist total rissig und hart, ausgehärtet und keine Ahnung was, das kriegst du auch nicht mehr hin, das ist einfach hin. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, das war damals ein Kopfhörer, wo ich gesagt habe, boah, der klingt richtig geil und ne, war so in den, ja, 90er Jahre, Anfang der K280 Parabolik war das. Also heute, wenn ich mir den heute anhöre, sage ich, wow, da fehlen die Bässe irgendwie und pff, es verändert sich alles. Deswegen will ich jetzt nicht behaupten, dass dieser schlecht ist. Testet es selber aus. Das ist übrigens Metall hier tatsächlich, dieses Gitter und außenrum Kunststoff. Alles gut, es fühlt sich wertig an. Nicht zu günstig. Ich werde ihn testen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dann erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. So, ein Fazit nach, ich sag jetzt mal, 2 oder 3 Wochen Test. Ihr seht, das Ding habe ich auf. Viele beschweren sich, oh, da ist zu wenig Bass drin und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Okay. Ich sag mal, von einem 15 Euro Kopfhörer sollte man erstmal nicht zu viel erwarten. Zum anderen, was viele verwechseln, einmal ist es natürlich ein HiFi-Kopfhörer, wo man richtig schönes, ausgewogenes Klangvolumen haben möchte, wo eventuell auch viel Bass drin ist und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, bei einem Studio-Kopfhörer als Beispiel, möchte ich, dass er so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgewogen haben. Also mehr oder weniger linearer Frequenzverlauf, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also auch nicht zu viel Bass, denn ich habe ja eine Studioaufnahme. Ich möchte alles irgendwo hören. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich an das Ding mittlerweile gewöhnt. Ich finde den klanglich auch gar nicht so schlecht. Für das Geld kann man durchaus machen. Und auch die Firma Behringer, also selbst als deutsche Firma, produziert mittlerweile natürlich auch Made in China, ne? Aber ich habe auch in meiner Musikanlage bei den Synthesizern, Kompressor von Behringer. Ich habe den Denoiser von Behringer da drin. Also Kompressor, Limiter, Denoiser. Ja, ich glaube, das war es auch. Schiele so ein bisschen auf das Eurodesk von Behringer, beziehungsweise aktuelle Mischpulte. Und kann man machen.
wie gesagt, für 15 Euro, meiner Meinung nach macht ihr nichts verkehrt. Ich würde mich jetzt hüten zu sagen, da muss aber mehr Bass rein, klingt aber scheiße oder wie auch immer. Für mich ist er vollkommen in Ordnung. Letztendlich, jeder hat einen anderen Geschmack, was den Sound angeht, und man muss es selber antesten. Also ich finde ihn mittlerweile echt nicht schlecht. Kann man nicht meckern. In diesem Sinne, das war es dann mit dem Unboxing und entsprechend dem Test. Meine Uhr meldet sich und sagt, ich müsste mich jetzt bewegen. ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.